Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Riembacher aus Karlsruhe, Personal Trainer aus Karlsruhe zum Thema, zum wichtigen Thema, oft angesprochen, zum Thema Refeed Tag. Der berühmte Refeed Tag. Dieser Refeed Tag ist in aller Munde und jeder, der anfängt mit einer Gewichtsreduktion, schreit gleich laut vor sich: Ich brauche einen Refeed Tag! Einen Refeed Tag. Ein Refeed-Tag kann man natürlich logischerweise auf jeden Fall einplanen. Wer seine Ernährungsplanung geschickt als Pendel gestaltet, das heißt also jeden Tag unterschiedliche Nährstoffzufuhr hat, vor allem im Bereich der Energielieferanten, unter anderem auch im Bereich der Kohlenhydrate, der sein Essen bedarfsgerecht gestaltet, das heißt eben an den Krafttrainingstagen eben die 300, 400 oder sogar 500 oder gar 600, je nach Körpertyp und je natürlich nach Trainingslänge und Trainingsdauer und Art des Trainings zusätzliche Kalorienform von Energielieferanten zuführt, der hat automatisch ein Pendel eingebaut in seine Ernährung und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass sein Stoffwechsel sich negativ anpasst, wesentlich geringer. Einen Refeed-Tag kann man einbauen, logischerweise kann man einbauen. Wann und welchem Intervall man den einbaut, ist natürlich immer ein Stück weit individuell. Als Berater muss man natürlich ein Muster vorgeben. Und das Muster ist dann zum Beispiel alle 8 Tage, alle 10 Tage ein schöner Refeed-Tag. Aber jetzt kommt's: einen gesunden Refeed-Tag, einen gesunden Refeed-Tag. Es gibt Refeed-Tage, das habe ich in meiner Beratung, wo Menschen kommen, die dann zu mir sagen: Ja, ich habe die ganze Zeit einen Refeed-Tag gemacht. Und da habe ich dann gegessen, was ich wollte. Das heißt Schokolade, Eis, Gummibärchen, alles, was einem in die Finger kommt, Kuchen, Eis, Torte, volles Programm. Aber ich habe immer festgestellt, am nächsten Tag habe ich mich unheimlich beschissen gefühlt. Ich habe schon am Abend schlecht geschlafen und ich hatte dann 2 Tage lang so eine schlechte Optik. Das heißt, ich habe im Spiegel mich komplett verändert. So, da frage ich mich natürlich, inwieweit da natürlich nicht realistisch bzw. bewusst darauf reagiert wird. Wenn ich so eine Reaktion im Spiegel habe, dann ist doch eigentlich ganz klar, dass da was schief läuft. Dieser Refeed-Tag, dieser berühmte Refeed-Tag, den die meisten praktizieren, der dann beim doppelten bis zum dreifachen an süßhaltigen Kalorien beinhaltet, der wird doch bei den meisten überhaupt mit Stoffwechsel gebraucht. Das ist doch völliger Humbug, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Sondern der wird für die Psyche gebraucht. Warum? Weil die meisten nicht in der Lage sind, eben etwas länger diszipliniert zu sein. Na, kann man natürlich machen, logisch kann man es machen. Aber dann müsste er dazu stehen und nicht sagen: Ich brauche das für meinen Stoffwechsel. Das ist Humbug. Sondern ihr braucht es eben nur für eure Psyche, weil ihr eben nicht belastbar seid, nicht diszipliniert, weil ihr eben Süßigkeiten benötigt. Das ist ja auch okay so. Aber mein Tipp wäre dann: Man hält sich 5, 6, 7 Tage eine gesunde Ernährungsweise und dann haut man sich einen Tag lang sämtlichen Müll rein. Muss man sich jetzt einfach mal Gedanken darüber machen, wie die Organe drauf reagieren, was die Bauchspeicheldrüse sagt, was die Leber dazu sagt, was der gesamte Organismus dazu sagt. Muss man sich mal Gedanken darüber machen. Fühlt sich in der Regel bei den meisten nicht gut an, trotzdem brauchen sie es, wie beim Drogenabhängigen. Trotz dass er danach weiß, dass es ihm nicht gut geht, dass er wieder im Down kommt, dass er sich scheiße fühlt, macht das trotzdem. Refeed-Tag, ja, aber wenn dann zum Beispiel einen gesunden Refeed-Tag, das von dem, was man isst, dass man da nicht etwa eine größere Menge isst, das heißt einfach an einem Tag eben von den Vollkornnudeln, von dem Vollkornreis, von dem Magerjoghurt mit Frischobst drin, einfach ein bisschen größere Menge isst, individuell natürlich ein Stück weit auf sich angepasst, wer schon länger dabei ist, der hat ein Gefühl dafür und der weiß, welche Mengen er verkraftet. Und schon stellt man fest, der Tag hat mir tatsächlich gut getan. Ich leide aber nicht 2, 3 Tage drunter, mir ist es nicht schlecht dabei, mir geht es abends nicht schlecht, ich kann trotzdem gut schlafen. Und ich habe mir was Gutes getan. Deswegen, ein Refeed-Tag macht schon Sinn. Aber er sollte eben individuell eingesetzt werden und er sollte so weit wie möglich gesund sein. Das heißt, wieder nicht im Umkehrschluss alle Pinsel wieder und alle Süßigkeiten sind Fanatiker. Nein, ihr dürft auch mal Süßigkeiten essen. Aber es sollte halt eben ein gesunden Maß sein. Nicht wahllos übertreiben, das ist völliger Quatsch. Oftmals wird auch mit diesem Refeed-Tag übertrieben. Warum? Weil die andere Schiene, diese Reduktionstage, die werden bei vielen dann auch zu stark, zu weit Kalorien reduziert, sodass wir hier eine extreme Unterzufuhr haben und dann eben völlig willenlos sind an dem Refeed-Tag und sich dann überhaupt nur kontrollieren können. Das Problem bei so einem süßen Refeed-Tag ist auch der: Nach diesem ungesunden Refeed-Tag haben die meisten Probleme, wieder in ihr gesundes Essverhalten zurückzufinden. Warum wohl? Aus einem ganz einfachen Grund, weil die Geschmacksnerven natürlich sind natürlich jetzt wieder beeinflusst durch den hohen Süßegrad und somit schmeckt alles gesunde nach eben nicht mehr so toll, nicht mehr so gut. Deswegen einen Tipp: Refeed-Tag ja,
wenn es unbedingt sein muss, aber daran denken, wenn ihr einen guten Pendel in eure Ernährung eingebaut habt, dann ist es gar nicht so wichtig und bitte entscheiden, braucht ihr den Refeed-Tag tatsächlich einen Stoffwechsel oder braucht ihr nur für den Kopf. Deswegen, Refeed-Tag mit Verstand, bitte. Dann macht es auch Sinn. Das war's, Andreas Siebenbacher, Personal aus Karlsruhe zum Thema, macht einen Refeed-Tag Sinn, ja oder nein?